Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück bei Beholder. Ja, wir haben ja beim letzten Mal hier für unseren Mieter in Wohnung 5, und zwar ist das der Khan van Megeren, zwar ein komischer Name, ist aber so, dem haben wir ein paar Mäuschen verkauft, beziehungsweise eine Quest abgeschlossen, dem wir Mäuse sammeln sollten. Und die können wir auch notfalls immer noch bei ihm verkaufen. Das heißt, da hätten wir eventuell eine gute Einnahmequelle. Ja, der liebe Herr Künstler hat da so ein kleines Problemchen mit der Skulptur quasi, die er da gemacht hat. Und sieht es momentan so aus, dass er die nämlich nicht dem Ministerium geben kann. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie gucken, dass wir die loswerden, diese Skulptur für ihn. Vielleicht können wir ja einen aus dem Ministerium damit beauftragen. Nee, da können wir nur über die Euthanese und das Euthanese-Zentrum reden. Schade. So, da haben wir eine Quest. Ich glaube, das dürfte der Kleine sein. Dann klopfen wir doch mal bei dem. Mal gucken, was der jetzt möchte. Denn seine Mutter ist ja aktuell nicht da, weil die für Slater Knochenmarkt spenden will. Und ja, Jacob ist momentan festgesetzt. Dafür muss man halt sorgen, damit die Frau Knochenmark spenden konnte. Hallo. Fragen, was passiert ist. Markus, was ist passiert? Onkel Hector, ich habe Hunger. Hast du etwas zu essen? Mal sehen. Der Kleine hat Hunger. Der Verkäufer ist aktuell nicht da. Dann gehe ich mal. Okay, das Telefon geht. Da sollte man ganz schnell dran gehen. Hörer abnehmen. Privater Anruf entgegennehmen. Hallo Hector, hier spricht Luisa. Ich bin im Hospital und bereite mich auf die Operation vor. Hallo Luisa, geht es Ihnen gut? Sie hören sich verängstigt an. Ich habe auch Angst. Mir wurde gesagt, die Operation sei ziemlich kompliziert und dass nur eine kleine Chance auf Erfolg bestünde. Oha. Ein berühmter Chirurg Alois Spack ist gerade hier und hält eine Vorlesung. Wenn er die Operation durchführt, werden wir überleben. Aber kostenlos macht er das nicht. Ich habe mich umgehört. Für eine Operation nimmt er 15.000. Was für ein abscheulich hoher Betrag. Können Sie mir noch einmal helfen? Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden kann. Ich werde Ihnen alles zurückzahlen, sobald ich kann. Versprochen. Wow, das ist aber eine nicht gerade kleine Summe, Luisa. Ich kann nichts versprechen, aber ich schaue, was ich tun kann. Danke. Ach du Scheiße, wir haben ja gerade mal 9.300. Das ist natürlich nicht der Hammer. Ah, okay, da hätten wir ein Sandwich. Das können wir dem Kleinen ja bringen. Aber ich muss irgendwie das Geld zusammenkriegen, das ist das Problem. Ich habe erst 9.300, das heißt, mir fehlen noch fast 6.000. Ach, der Kleine ist gar nicht da, oder was? Na, dann gehen wir da mal schnell rein. Ich brauche ja so ein paar Kameras mal, die ich da installieren muss. Dann können wir das auch direkt in einem machen. Dann ist der wahrscheinlich hier unten irgendwo gerade unterwegs. So, und dann tue ich da auch nochmal eine große. Dann haben wir das Apartment hier schon mal abgefrühstückt quasi. So, da habe ich da eben was glitzern gesehen oder nicht? Zumindest sah das kurz danach aus. Max Süßigkeit. Jetzt kommt hier der. Das ist natürlich der Bus hier richtig blöd. Dadurch sehe ich nämlich kaum was. Okay, ist nichts, was ich wirklich verkaufen könnte. Sind die gerade zu Hause? Ah, okay, der will gerade ins Haus.
das war knapp. Na, da ist ja der Kleine. Hallo. Markus, ein Sandwich geben. Hier hast du ein Sandwich. Danke, Onkel Hector. Ich liebe Sandwiches. Und unsere... Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will mit der blöden Katze hier sprechen. Die hat wahrscheinlich wieder Hunger. Hast du Hunger, Fellknäuel? Hier ist dein Essen. Miau. So, okay, der hat eine Knifte, oder was? Scheiße, wie komme ich denn jetzt an Geld so schnell? Ich habe ja nicht wirklich viel Geld, das ist das Problem. Wieso habe ich denn hier ein Tagebuch drin? Wann habe ich denn das mitgenommen? Ist der gerade zu Hause? Obwohl, der Kleine ist immer noch nicht im Haus. Der spielt gerade. Das heißt, wir könnten... Ach Mann, ich will nicht klopfen. Ich will das Ding aufschließen. Das heißt, wir könnten eventuell, auch wenn es dramatisch ist, ein paar Sachen vielleicht bei denen verkaufen. Dass wir die 15.000 zusammenkriegen. Dann kann ich nehmen. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil die Kamera da ist, ne? Ach, Mann. Das nehme ich jetzt mal mit. Das müssen wir verkaufen. So, guck mal hier mal rein. Ah, der Kleine hat schon wieder was. Oh ja. Das bringt uns hoffentlich ein bisschen Geld. So, was hat der Kleine denn? Hallo. Was möchte er diesmal? Was ist los, Markus? Ich habe Durst. Was hättest du denn gerne? Wasser? Nö, lieber Limonade. Okay, mal sehen, was ich machen kann. Ja, Limonade habe ich aber aktuell gerade gar keine. Das ist natürlich nicht so geil. So, jetzt müssen wir mal in der Wohnung gucken, ob wir hier irgendwas haben, was wir verkaufen können. Da ist nichts drin. Ich glaube, der hat gerade was gesucht. Wir können natürlich jetzt, na komm, den nehmen wir auch mal. Wir können natürlich ein paar Berichte schnell schreiben. Oh Gott, wir haben nur 7 Stunden dafür. Oh nein, ich hoffe jetzt nicht, dass deswegen Slater sterben wird. Nur weil wir das hier nicht auf die Kette kriegen. Befehl eines Mieters. Maria Schimmer, die wohnt in Wohnung 1, weiblich. Ist mit Klaus Schimmer verheiratet. Beruf ist die Philos. Psycho. Nee, Philo. Was? Philologe? Okay. So, zack. Die hatten wir ja gerade. Dann machen wir auch noch Herrn Schimmer. Zack, zack. Der ist aktuell mit Maria Schimmer und arbeitslos. Das kriegen wir doch niemals zusammen. Markus, der frisst gerne. Der wohnt in, was ist das, Wohnung 2. Männlich und mit, ja, so aktuell wohnt er alleine. Also eigentlich ist es, dürfte es richtig sein. Ja, es ist so richtig, weil aktuell ist er ja quasi alleine. Okay, über die haben wir schon alles. Bei ihnen haben wir auch schon. Oh, da haben wir ganz viel. Latour, der ist männlich, wohnt mit Jean Eurat zusammen, ist Künstler. Das gibt ein bisschen Knete. 1400. So, der wohnt in Wohnung 4. Zack. So. Über die Jeanne können wir auch noch. Wohnung 4, weiblich. Wohnt mit George Lott. Die ist Ingenieurin. Wusste ich gar nicht. Zack. Und
Und über ihn können wir noch schnell was schreiben. Männlich, wohnt alleine, Beruf im Gesundheitswesen und der wohnt in Wohnung 5. Zack. So. Jetzt sag nicht, die 7 Stunden sind schon vorbei. Das finde ich ein bisschen blöd, wenn man Berichte schreibt, dass dann die Zeit so schnell um ist. Das heißt, es könnte eventuell sein, dass... Ah nein, jetzt sag nicht, ich hab's jetzt schon verkackt. Das wäre richtig, richtig übel. Und das würde mich echt ankotzen. Hä? Ich dachte gerade, wäre jemand anders nach Hause gekommen, vielleicht. Hat die blöde Katze schon wieder Hunger? Miau, okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein paar Mäuse drin haben, die wir verkaufen können noch. Ja, 2 Mäuse ist jetzt nicht gerade die Welt. Und das Telefon klingelt. Notruf, Ministerium für Ordnung. Kamerad Medina, wir möchten Ihnen mitteilen, dass Luisa Manischek Mieterin der Krusewitzstraße 6 während ihrer Operation verstorben ist. Oh nein. Nein. Verdammt. Ich habe schon gehört, dass es da unterschiedlich ausgehen kann, aber dass sie jetzt stirbt? Ah, nein. Ihr Kind wird in ein Waisenhaus überwiesen. Wir wünschen einen schönen Tag. Ah, nein. Na, jetzt kommt die Polizei und nimmt den kleinen Markus mit. Ah, nein. Das kann doch jetzt nicht euer Scheiß ernst sein. So, ich erstmal mit dem Schimmer reden. Hallo. Über Slatans Zustand. Wie geht es, Slata? Sie ist gestorben. Mein Gott, das ist unerträglich. Eltern sollten ihr Kind nicht begraben müssen. Oh nein, Slata ist auch gestorben. Das heißt, sowohl Slata als auch Luisa sind gestorben. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Boah. Ich fass es nicht. Ich mache mir Sorgen um Maria. Sie steht am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Kann ich mir vorstellen. Oh Mann, ey. Das läuft aber gerade alles überhaupt nicht gut. Hat der jetzt den Kleinen festgenommen? Ist der noch ganz bei Trost? Ist das sein Ernst? Ist das sein Scheiß Ernst? Mann, Mann, Mann. Vor allem, das ist so unnötig mit diesen 7 Stunden wieder gewesen. Und da kommt Jacob. Oh nein. Das gibt Ärger. Jetzt erfährt er zum einen, dass seine Frau tot ist, dass seine verschollene und beziehungsweise dass seine angeblich tote Tochter jetzt wirklich tot ist. Und dass jetzt sein Sohn ja nicht mehr da ist. Oh Mann, ey. Das geht hier gerade alles den Bach runter. Eieieiei. Hallo. Wir müssen ihn leider fragen, was passiert ist. Ah. Jakob, Sie sind zurück. Was ist passiert? Ich bin zurück. Es war nur ein dummer Fehler. Sie haben mich ohne Erklärung eingesperrt. Es scheint, als hätte mich jemand reingelegt. Reingelegt? Ich habe gehört, wie Sie von einem Bericht sprachen. Also haben Sie mich eingesperrt, bis Sie das überprüft hatten. Wie sich herausstellte, war es eine Lüge. Ich wünschte, ich wüsste, wer diesen Bericht geschrieben hat. Ich wurde gefeuert. Ach du Scheiße. Jakob, ich muss Ihnen etwas erklären. Es gab keinen Grund, mich zu feuern. Sie nannten es eine Vorsichtsmaßnahme. Niemand wird ohne Grund gemeldet. Diese Schweine. Ja, das stimmt wohl. Also,
Er hat jetzt wegen uns seinen Job verloren. Wegen uns ist seine Frau tot und sein Kind. Ich fühle mich gerade richtig mies. Ich fühle mich gerade richtig mies. Jacob, wie soll ich denn jetzt Essen auf den Tisch stellen? Ja, Jacob, hören Sie mir zu. Was? Sie müssen sich beruhigen. Während ihrer Anwesenheit ging Luisa ins Hospital. Sie hat die Operation nicht überlebt. Das gleiche gilt für Slater. Es tut mir leid, aber beide sind tot. Was? Wie konnte sie das nur tun? Ich habe ihr doch gesagt, dass es riskant ist. Oh mein Gott, das ist ein Albtraum. Bitte lass es nur ein Albtraum sein. Luisa, meine Luisa, ich kann das nicht glauben. Und Markus, wo ist mein Sohn? Antworten Sie mir. Das Ministerium hat ihn in ein Waisenhaus gebracht. Welches Waisenhaus? Ich lebe noch und bin nicht im Gefängnis. Wie können Sie es wagen, ihn mir wegzunehmen? Ich muss ihn finden. Kamerad Hempf meinte, dass Sie ihn nicht wiedersehen können, da Ihre Loyalitätseinstufung bei Null liegt. Es tut mir leid. Ihnen wurde das so gerecht entzogen. Nein, verdammt. Verdammt sollt ihr sein. Zur Hölle mit diesen verdammten Ministeriumsratten. In der Hölle sollt ihr schmoren. Jacob, wenn es irgendetwas gibt, auch sie sollen zur Hölle fahren. Ich habe alles verloren, absolut alles, und das an einem einzigen Tag. Bleiben Sie mir vom Leib, Hector. Ich meine es ernst, bleiben Sie weg. Und das würde auch erklären, warum Jakob Manischek im Hauptspiel so ein Griesgram ist. Wahrscheinlich wäre was Ähnliches auch passiert, wenn Luisa und Slater nicht gestorben wären. Dann wäre wahrscheinlich irgendwas anderes mit den beiden gewesen. Aber das war jetzt echt harter Tobak. Meine Fresse. Hörer annehmen. Bruno Hems, Anschluss. Okay. Kamerad Medina, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Besorgen Sie Klaus Schimmers Abwesenheitserklärung. Laut meinen Daten lagert er sie zu Hause. Rufen Sie mich an und erstatten Sie Bericht, sobald Sie sie haben. Irgendwelche Fragen? Kann ich? Dafür habe ich keine Zeit, Medina. Wir reden, sobald Sie mir das Dokument gegeben haben. Boah, ich könnte gerade echt kotzen. Es ist echt... Oh, jetzt kommt... Die kommt nach. Ich komme doch nie in die Wohnung der Schimmers. Die sind ja immer ständig beide zu Hause. Das ist doch echt grauenhaft. Jetzt habe ich zwar endlich geschafft, hier die Wohnung zu verwanzen, aber das war's dann auch schon. Ja, die ist zu Hause. Okay, jetzt kommt der Verkäufer. Da können wir zumindest die Sachen, die wir gerade von den Manischeks geklaut haben, verkaufen. Obwohl, das bringt jetzt auch nicht 4,85 pro Uhr. Die Maus können wir hier für 1 Dollar verkaufen. Ja, das bringt ja ganz viel. So, dann gehen wir mal zu dem und dann verkaufen wir dem noch die Mäuse hier. Mäuse verkaufen. Ich bin nicht mit leeren Händen zu Ihnen gekommen. Ausgezeichnet, hier ist Ihr Geld. Ja, immerhin 500. Und selbst jetzt haben wir immer noch nicht das Geld zusammen. Das ist echt grauenhaft gerade. Okay, die Maria liest gerade. Ach, Mann. Haben wir eigentlich noch... Okay, zweimal Dosenfutter haben wir noch. Komm, ich kaufe vorsichtshalber nochmal eine Dose. Ja, eine kaufe ich erstmal. So, klopfe ich mal bei den Schimmers. Vielleicht haben die irgendwas. Obwohl, warte mal, wir müssen doch hier. Ich halte das mal gerade an. Wie kann ich dafür sorgen? Wartet mal. Wenn wir doch. Ach nee, der ist da. Na, jetzt ist er. Mann. Ich will mit dir reden. So, ich guck gerade nochmal. Liebestrank fragen. Könnten Sie mir mit etwas helfen? Ich habe da einen Freund, der hoffnungslos verliebt ist. Ich glaube nicht an Liebestränke, aber
Er ist so verzweifelt, dass er alles Mögliche ausprobieren würde. Ich könnte da vielleicht etwas machen, aber im Gegenzug müssen Sie mir einen Gefallen tun. Was möchten Sie? Meine Forschung in der neurolinguistischen Programmierung und Aromatherapie-Symbiose ist ziemlich kostspielig. Ich möchte, dass Sie mir helfen, das benötigte Geld zu besorgen. Ich habe einen Kasten voller patentierte Anti-Juck-Tinkturen, aber ich kann sie nicht an die Leute verkaufen, denen es gut geht. Ich muss einen Markt dafür schaffen. Wie sollen wir das anstellen? Ich habe einen Laken voller Bettwanzen aus meiner alten Wohnung. Ich kann das auseinanderschneiden und die Stücke in Plastiktüten packen. Sie legen eine Tüte unter jedes Bett ihres Hauses und wenn die Mieter anfangen sich zu beschweren, verkaufe ich ihnen meine Tinktur. Sind Sie verrückt? Das wäre nicht nur schrecklich, sondern auch illegal. Kommen Sie schon. Laut Gesetz wäre das nichts weiter als eine Ordnungswidrigkeit. Eine Ordnungswidrigkeit? Ja, und ich werde Sie reich für Ihre Hilfe belohnen. $3000. Nachdem ich meine Tinktur verkauft habe, können Sie den Kammerjäger rufen und die Apartments säubern lassen. Kommen wir ins Geschäft? Ja, müssen wir ja irgendwie. Ich kann nicht glauben, dass ich diesem Vorschlag zustimme. Geben Sie mir die Tüten. Entspannen Sie sich. Es wird schon nichts Schlimmes passieren. Ach du Scheiße. So, ich guck erstmal, ob hier einer drin ist. Sieht aktuell gut aus. Ich mache jetzt mal ein bisschen größer. Scheiße. Wo war der denn, bitteschön? Den habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Fuck. Was machen Sie hier? Tut mir leid, ich gehe ja schon. Gehen Sie sofort. Ach, Kacke. Ich habe den nicht gesehen, obwohl ich das Schlüsselloch gesehen habe und da Kameras habe. Okay, die schläft gerade. Das ist doch echt zum... Oh, ja, nee, ist klar. Und jetzt gehst du raus. Du willst mich doch verscheißern. Ey, sag mal, wo kommen die denn auf einmal alle her? Da war doch gar keiner. Ich brech ab. Was machen Sie hier? Tut mir leid, ich gehe schon. Gehen Sie sofort. Mann, ey, ich könnte gerade echt ins Essen kotzen. Okay, der schläft, das sehe ich. Da war, genau. Ach, jetzt geht die auch in die Küche, ey. Ich wollte mich doch gerade echt verarschen. Aber richtig verarschen. Ich wollte schon sagen, wenn jetzt wieder da einer drin steht, dann, hätte ich aber ins Essen gekotzt. Platzieren. So, die Wohnung haben wir schon mal. Das Problem ist, die sind überall. So. Ja, die sind natürlich beide zu Hause. Der ist gerade auch zu Hause. Der hat ja nichts zu tun. Der hat ja keinen Job mehr. Eieieiei. Also momentan geht hier alles runter und drüber. Der könnte jetzt rausgehen. Das könnte mir... Oder geht der jetzt ans Telefon? Oh, der geht schon wieder ans Telefon, ey. Ich brech ab. Dosenfutter für die Katze. Ja, der ist ja aktuell zu Hause. Da kommen wir also eh nicht rein. Ah, die Shimmers. Da haben wir ja I2 Quests. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir müssen zum einen die Bettwanzen unterbringen und zum anderen müssen wir ja noch ein Dokument suchen. So, platzieren. Zack. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht so schnell nach Hause kommen. Zack.
heißt, die beiden Wohnungen müssen wir... Oh nein. Scheiße, raus da, raus da, raus da. Huhuhuhu, das war knapp. Das war arschknapp. Ja, der ist zu Hause. Ach, Mann, 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 nee. Das ist langsam nicht mehr normal hier. Der könnte gerne mal seine Wohnung verlassen. Dann käme ich zumindest bei denen mal rein. Ich habe immerhin schon mal die Bettwanzen bei dem reingehauen. So, gehen wir da mal schnell rein. Und platzieren da auch nochmal schnell die Bettwanzen. Zack, platzieren. Okay. Okay, der ist zu Hause. Jetzt gucke ich mal gerade. Also der Herrschimmer ist gerade rausgegangen. Ich hoffe, der bleibt auch noch eine Weile draußen. Okay, die streiten anscheinend gerade. Wo hat der denn die Sachen, bitteschön? Hä? Ne, da habe ich glaube ich noch nicht reingeguckt. Einfach mal das mit. Ich habe keine Ahnung, ob das das Richtige ist. Ach, Mann, Mann, Mann. Lass mich raten. Die kommt natürlich nach Hause. War doch irgendwie klar. Was müssen wir denn da überhaupt jetzt nochmal klauen? Abwesenheitsbescheinigung von Klaus Schimmer. Wo soll ich die denn herholen? Sprech mal mit ihm. Über Luisa meine ich jetzt tot reden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist schrecklich. Ein echter Albtraum. Hast du noch was anderes zu sagen? Über die Arbeit sprechen wir mal. Ich warte auf ein offizielles Dokument mit der neuen Position. Wissen Sie wo? Nein, aber ich bin ein Spezialist und glaube kaum, dass es ein Problem geben wird. Das Ministerium für Zuweisung hat gesagt, dass ich gut Geld zählen kann, weil ich gelernter Volkswirt bin. Vielleicht haben sie einen Platz im Schatzamt. Okay. Was haben wir hier? Okay. Achso, das sind nur irgendwelche Aufzeichnungen gewesen. Die können wir ja ruhig verkaufen. Ach. Das muss ich da erstmal machen hier. Das sind zwar nur 5 Dollar, aber scheiß drauf. Ja, wir hängen hier aktuell echt ein bisschen in der Luft. Na, die sind sich am unterhalten. Ja, in die Wohnung müsste ich eigentlich auf jeden Fall rein und in die Wohnung. Aber da sieht es aktuell bei beiden Wohnungen nicht ganz so gut aus, da reinzukommen. Da sind beide drin, da sind beide drin. Ob die Katze wieder was angeschleppt hat. Zwei Mäuse wieder. Die hole ich mir mal schnell ab. Die Knete dafür. Der braucht mal verdammt lang, mal in die Tür zu gehen. Darum habe ich gerade ein bisschen vorgespult. So, Mäuse verkaufen. Sehr schön, wieder 500 bekommen. Dann gehen wir erstmal wieder in unsere Wohnung zurück. Und dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein!